Hallo und Servus, hier ist auch MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Den heutigen Freitagspodcast, ja, den habe ich mir gewünscht als Abschluss unserer Stiftungsapero-Sommertour. Wir waren in der dritten Station in Kiel in der Kanzlei von Sievert, Schönberg, Wessel und Partner. Und einer unserer Impulsgeber war Jan Rasmus Schulz. Er ist Rechtsanwalt und zertifizierter Stiftungsberater, arbeitet für Sievert, Schönberg, Wessel und Partner. Und ja, was er uns mit auf den Weg gegeben hat, waren Denkanstöße rund um die Stiftungsrechtsreform. Am 1.7. dieses Jahr in Kraft getreten, lieber Herr Schulz. Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, und das hat mich motiviert, Sie nochmal in den Freitagspodcast einzuladen, dass wir nochmal ein bisschen über Stiftungsrechtsreform sprechen. Ich finde, man kann nicht oft genug drüber sprechen. Und Sie haben dann so zwei, drei Sachen nochmal vorgetragen, zum Beispiel zum Thema Business Judgment Rule. Die hat jetzt den Weg ins BGB gefunden. Die steht dort jetzt drin. Jetzt muss man sie auch mit Leben füllen. Das ist so mein Eindruck draußen. Was machen wir jetzt mit dieser Business Judgment Rule? Was ändert die tatsächlich für Stiftungsverantwortliche? Ja. Guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema Business Judgment Rule ist den Juristen nichts Neues. Das heißt, diesen Maßstab, diese Grundsätze, die gab es bisher schon im Gesellschaftsrecht. Und im Gesellschaftsrecht, dort sind sie quasi auch gewachsen. Also der BGH, der hat sich orientiert an der Rechtsprechung im angloamerikanischen Raum, hat sich dort dieses Prinzip tatsächlich zu eigen gemacht und hat auch gesagt, das ist auch für gewisse Tätigkeiten hier in Deutschland, eben für Tätigkeiten aus dem gesellschaftsrechtlichen Bereich maßgeblich. Und genau diese, eine Haftungsfreizeichnung ist es ja nicht, aber diese Haftungserleichterung, konkret heißt jetzt im Gesetz, dass eben keine Pflichtverletzung vorliegt, wenn eine Entscheidung auf ausreichender Informationsgrundlage und zum Wohle der Stiftung getroffen worden ist, Voraussetzung ist immer satzungs- und rechtskonform, dann liegt keine Pflichtverletzung vor. Und ausschlaggebend ist hier der Zeitpunkt der Entscheidung, ne? Ausschlaggebend ist der Ex-ante-Zeitpunkt, es ist der Zeitpunkt der Vornahme der Entscheidung und der Haftungsmaßstab im Allgemeinen, wie gesagt, dem Juristen wird es keine großen Schwierigkeiten bereiten, das Ganze gewissermaßen mit Leben zu füllen. Es bleibt jetzt nach meinem Dafürhalten nur abzuwarten, ob dieser Maßstab inhaltsgleich zu 100% auch im stiftungsrechtlichen Bereich gilt oder ob es da im Laufe der Zeit vielleicht ein, zwei Ausnahmen gibt, die sich durch die Rechtsprechung herausbilden werden. Aber im Grundsatz ist das ein Maßstab bzw. ein Instrument, das dem deutschen Recht nicht fremd ist und das so auch ohne weiteres mit Leben gefüllt werden kann. Und wichtig ist eben daran die ausreichende Informationsgrundlage. Das heißt, dem wird auch Rechnung oder durch diese Implementierung der Business Judgment Rule wird einfach dem Umstand auch Rechnung getragen. Niemand kann alles wissen. Es kann von niemandem etwas Unmögliches verlangt werden. Wenn gewisse Teilbereiche sich dem eigenen Kenntnisstand entziehen, dann muss es erlaubt sein, sich die Informationen zu beschaffen. Und da setzt eben auch dieser Haftungsmaßstab an. Wenn ich mir die Information an der richtigen Stelle, das heißt sachkundige Stelle, besorge und vor allen Dingen auch in ausreichendem Maßstab, ich muss überlegen, welche Informationen brauche ich, welche Fragestellungen liefere ich vielleicht, dann ist schon sehr, sehr viel getan, eben um dieser Haftungserleichterung bzw. dem Nichtvorliegen einer Pflichtverletzung dann nahezukommen. Das heißt, in meiner Interpretation bringt die Business Judgment Rule bzw. diese Regelung die Flexibilität in der Stiftung schon voran, beziehungsweise es bringt das Stiftungshandeln vielleicht wieder zurück auf den Weg. Also da, wo vielleicht bisher was nicht gemacht wurde, wird es vielleicht künftig gemacht. Könnte man das so übersetzen? Genau richtig. Ich persönlich bringe da auch gerne noch einen anderen Aspekt mit ein, und zwar Angst. Also vorher herrschte auch viel Angst, treffe ich eine Fehlentscheidung, was mache ich denn, wenn mal eine Entscheidung vielleicht nicht einfach ist oder völlig ergebnisoffen? Und diesen ganzen Umständen hat der Gesetzgeber jetzt Rechnung getragen, indem er eben sagt, maßgeblich ist, dass A, das Wohle der Stiftung im Fokus stand, und B, eben auf einer ausreichenden Informationsgrundlage gehandelt wurde. Und dadurch hoffen wir, dass es zumindest auch wieder mutigere Entscheidungen im Stiftungsrecht und im Stiftungswesen geben wird. Der zweite Aspekt, den Sie so ein bisschen herausgestellt haben, war das Thema Zusammenlegung, Zulegung. Wir reden ja inzwischen über 26.000 gemeinnützige Stiftungen in Deutschland. Wir haben noch weit mehr Treuhandstiftungen, aber vor allem bei den Gemeinnützigen haben wir natürlich schon das Thema, hier und da ist eine Stiftung mal notleidend. Dann haben wir das Thema Personal, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber was passiert dann genau? Und da kommen dann diese beiden Formen der Zusammenführung von Stiftungsaktivitäten, Zulegung, Zusammenlegung, letzten Endes zum Tragen. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Weil ich glaube, diese Unterscheidung, die ist ganz interessant. Und was würden Sie sagen, was kommt eher zustande?
Genau, also zwei sehr interessante Fragen. Die Unterscheidung ist dadurch geprägt, dass es bei der Zulegung nur in Anführungsstrichen zwei Stiftungen gibt. Eine Stiftung legt auf die andere Stiftung zu, eine überlebt, die andere wird aufgelöst. Und bei der Zusammenlegung gibt es mindestens zwei Stiftungen, die gemeinsam eine neue Stiftung errichten und in dieser neuen Stiftung quasi gemeinschaftlich aufgehen. Und der wesentliche Unterschied ist mithin darin begründet, dass bei der Zulegung oder die Zulegung wird nach meiner Einschätzung Fälle erfassen, in denen es einzelne notleidende Stiftungen gibt, die bevor Anfallsberechtigung ausgeübt wird, beispielsweise eben selber nochmal auf dem letzten Meter überspitzt formuliert, die Initiative ergreifen und sagen, Mensch, wir haben hier eine Stiftung im Auge, die passt sehr gut zu uns, wir legen uns dieser Stiftung jetzt zu. Und bei der Zusammenlegung ist es nach meinem Dafürhalten oder die Zusammenlegung umfasst eher Fallgestaltungen, in denen es so ist, dass beide Stiftungen vielleicht nicht unbedingt notleidend sind oder nicht akut notleidend sind, sondern dass man eher sagt, das sind Stiftungen, die gemeinsame Zwecke verfolgen, die vielleicht auch voneinander profitieren können, sei es personell oder sei es finanziell, und dann eben gemeinsam die Entscheidung treffen, wir wollen uns jetzt zusammenlegen, wir wollen eine neue Stiftung gründen. Zweite Frage dazu, was wird in Ihren Augen häufiger passieren, eine Zulegung oder eine Zusammenlegung? Oder kann man das per heute gar nicht so genau sagen, weil man nicht so ganz genau reinschaut, wer ist denn jetzt eigentlich notleidend und wo passt denn was zusammen? Genau, es wird auf Letzteres hinauslaufen. Man weiß einfach nicht hundertprozentig, gibt es viele notleidende Stiftungen oder was wird auch von den Stiftungen favorisiert. Das kann man zum heutigen Tag einfach noch nicht absehen. Aber wir hier im Norden, also ich persönlich habe schon das Gefühl, was den Raum Kiel, was den Raum Schleswig-Holstein betrifft, dass es wirklich auch viele Einzelkämpferstiftungen gibt, die irgendwann vor der Entscheidung stehen, müssen wir uns hier auflösen lassen oder können wir uns eben noch aus eigenen Kräften mehr oder weniger irgendwo zulegen? Mhm. Und ich glaube, dass das schon einen großen Anwendungsbereich auch erfahren wird. Ja. Also ist die Stiftungsrechtsreform, ich nenne es immer, im Stiftungsvermögen würde ich sagen, hier und da ist es ein Game Changer, Business Judgment Rule, gut begründete Entscheidung, das macht im Vermögen etwas. Wenn ich jetzt die anderen Aspekte, Organisation und Stiftungszweck anschaue, ist da die Stiftungsrechtsreform an einer Stelle irgendwo ein Game Changer oder wird sie Flexibilität befördern, wird sie das Stiftungshandeln erleichtern, wird sie den Rahmen klarer setzen? Was ist so Ihre Meinung zur Stiftungsrechtsreform so ein bisschen übergeordnet? Also in übergeordneter Sicht würde ich sagen, dass der Rahmen nicht klarer gesetzt wurde, weil es einfach auch viele Begriffe gibt, die noch mit juristischem Leben gefüllt werden müssen. Mhm. Es gibt ein, zwei Unklarheiten, es gibt Begriffe, Begrifflichkeiten, die noch nicht definiert sind, die erstmal ausgefüllt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen meine ich festhalten zu können, dass durchaus feststellbar ist, dass insbesondere den Stiftungsaufsichtsbehörden einfach mehr Spielraum gegeben wird. Einerseits bei der Anerkennung vielleicht von Satzungsänderungen, von Zweckänderungen, aber andererseits eben auch selber aktiv eingreifen zu können, wenn es darum geht, wie lindere ich der Not, die Not einer akuten notleidenden Stiftung und da jetzt eben mit den Möglichkeiten Zulegung, Zusammenlegung, vorher war es die Auflösung. Und dann sind wir natürlich automatisch auch beim Thema Personal. Sie hatten es in Ihrem Impuls hier beim Stiftungsapero in Kiel thematisiert. Das Thema Personal ist eins, das drückt. Und das drückt nicht nur heute, es wird künftig eher mehr drücken als weniger. Es gibt für diese 26.000 Stiftungen wahrscheinlich nicht 26.000 Nachfolger. Also wenn ich das jetzt mal, wir haben ja so eine Ehrenamtskultur in Deutschland, die ist schon da. Aber wir haben nicht genug Menschen, um die weiterhin so zu leben, wie wir es eigentlich erlebt haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Ne? Genau das ist tatsächlich auch nach meinem Dafürhalten das größte Problem. Es ist einfach ein Punkt, der in den letzten Jahren spiegelte der so ein bisschen und ich finde, heutzutage tritt er immer mehr offen hervor. Und das, was zu verzeichnen ist, dass es viel Einzelengagement gibt. Also es gibt einzelne Stiftungen, es gibt einzelne Aufsichtsbehörden, die da sehr viel tun in dem Bereich. Das löst aber die Gesamtproblematik schlichtweg nicht. Und deswegen steht man früher oder später vor der Entscheidung, wenn man eine breite Masse an Stiftungen hat, sei es bundesweit oder sei es auf ein Bundesland bezogen, dass man schauen muss, wenn der Personaldeckel einfach nicht gefüllt werden kann, dann muss man überlegen, ob die Anzahl der Stiftungen nicht verkleinert wird. Mhm. Und das lässt sich entweder durch staatliche Zwangsmaßnahmen erreichen oder indem die Stiftungen sich zusammensetzen oder zumindest die es betrifft und überlegen, wollen wir selber die Initiative ergreifen, wollen wir uns vielleicht zulegen, wollen wir uns zusammenlegen, weil andere Möglichkeiten sieht das Gesetz
erstmal auch gar nicht vor. Also das Thema Personal könnte tatsächlich ein Gamechanger sein im Stiftungsvermögen, in der Stiftungsrealität. Definitiv, definitiv. Also wir haben hier jetzt allein in der Zeit zwischen Inkrafttreten der Stiftungsrechtsreform und dem heutigen Gespräch mehrere Anfragen gehabt, was können wir tun, wenn der Stiftungsvorstand eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist. Und da bleibt wirklich die Antwort, es ist ein Riesenproblem, es ist ein akutes Problem. Die Stiftung ist dann im Rechtsverkehr nicht mehr ordnungsgemäß vertreten, kann nicht mehr ordnungsgemäß teilnehmen und dann kommt irgendwann auch der Zeitpunkt ziemlich, ziemlich schnell, zu dem dann entweder die Stiftung selber, wenn sie denn noch kann, sagen muss, wir müssen jetzt handeln oder eben die Stiftungsaufsichtsbehörde, weil die Tendenz, die feststellbar ist, es gibt nicht mehr die Menge an Leuten, die einfach in die Ehrenämter nachrücken. Es gibt immer noch vereinzelt welche, aber das reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und jetzt noch eine letzte Frage. Ich hatte sie Ihnen vorhin auch kurz nach Ihrem Impuls gestellt. Wenn Sie mal so ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die Stiftungen, stellen die Ihnen Fragen mit Bezug zur Stiftungsrechtsreform? Was ist so eine Frage, die Sie vielleicht am öftesten erreicht hat? Also die Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist tatsächlich die Frage, was müssen wir bestehenden Stiftungen jetzt eigentlich genau tun? Müssen wir insbesondere unsere Satzung ändern? Mhm. Und da lautet dann meine Antwort immer, nein, das Ganze kann, erstmal ist es keine Pflicht, es lässt sich aus dem Gesetz nicht herleiten, dass es eine Verpflichtung gibt zur Satzungsänderung. Und auf der zweiten Ebene kann man immer einschränkend auch noch ins Feld führen, dass es eben auch eine sehr, sehr, ich sag mal, stiftungsfreundliche Sichtweise bei den Stiftungsaufsichtsbehörden gibt. Die wollen natürlich auch keinen Riesenaufwand produzieren und insbesondere wollen die aber auch die Stiftungen nicht weiter verunsichern. Ich meine, die Stiftungsrechtsreform hat viel Neuland gebracht, darauf müssen sich die Stiftungen erstmal einstellen und wenn jetzt darüber hinaus auch noch verlangt werden würde, dass jede einzelne Stiftungssatzung angepasst werden müsste, wäre das nach meinem Dafürhalten auch tatsächlich einfach nicht angebracht. Sagt Jan Rasmus Schulz, Rechtsanwalt bei Siewert Schönberg, Wessel und Partner in Kiel und zertifizierter Stiftungsberater. Sie haben Ihre Ausbildung an der DSA gemacht, haben Sie mir erzählt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich noch Zeit genommen haben heute für den Freitagspodcast. Sage vielen Dank, dass Sie auch als Impulsgeber beim Stiftungsapero hier mit dabei waren. Ganz herzlichen Dank zurück. Es war eine sehr tolle Stiftungsapero. Dankeschön, wir kommen wieder nach Kiel, das habe ich vorhin versprochen und ich werde auch versuchen, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Ja, ich finde schon, dass man ein bisschen in die Fläche gehen kann, auch mit Stiftungsveranstaltungen, so dieses kleine, aber feine Austauschen, dieses Persönliche, was wir ja vorhin tatsächlich hatten, fördert ja doch die eine oder andere Erkenntnis zutage oder Fragestellung, die spannend ist. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Es gibt natürlich jeden Freitag eine neue Folge, Freitagspodcast Ahoi NPO. Und alles zum Stiftungsapero, was wir gelernt haben und natürlich auch ein paar Impressionen gibt es auf www.stiftungsapero.de.